Hey Lovelies, ich schicke euch ein paar ganz, ganz herzliche Urlaubsgrüße. Ich wollte mich einmal zwischenmelden, weil es so einige Themen gibt, die ich noch ansprechen wollte oder beziehungsweise ein bestimmtes Hauptthema. Ich hoffe, man kann mich jetzt gut hören, weil die Tiere sind hier echt laut. Zu Hause gibt es so Verkehrslärm und Pipapo und hier sind echt die Tiere, die haben viel zu melden. Okay, ja, meine Lieben, ich hatte eigentlich vor, gewisse Videos noch vorzubereiten, also das Wochenorakel und Anima Animus Reading und halt so meine üblichen Sachen. Und jetzt ist aber wieder was hochgekommen, vermehrt hochgekommen. Ich habe auch ganz viel Nachrichten von meinen Abonnenten bekommen und von Kolleginnen und Kollegen wegen dieser ganzen Urheberrechts-Nutzungsrechtsgeschichte für die Karten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon oder ob ihr davon gehört habt. Das ist jetzt so. War eigentlich irgendwo schon immer so, aber momentan wird irgendwie, warum auch immer, vermehrt darauf geachtet. Rein theoretisch dürften wir Kartenleger diese Karten, die wir haben, die wir gekauft haben, nicht öffentlich in den Videos zeigen. Außer wir haben eine Lizenz dafür gekauft, beziehungsweise haben diese Nutzungsrechte eingeholt von den Verlagen. Ja, einige haben es sicherlich gemacht für einige Decks, andere wiederum überhaupt nicht. Und jetzt ist halt die Sache, ich habe jetzt keine Videos vorbereitet für meine Urlaubszeit, weil ich darüber echt angepisst bin. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe mich mittlerweile schon wieder etwas beruhigt. Aber es ist nun mal so, dass ich denke, wir Kartenleger machen kostenlose Werbung für die Verlage, für die Kartengestalter und. Ja, ich meine, wir missbrauchen ja dies nicht irgendwie und erzählen, oh, diese Karten sind von uns und die haben wir so wunderschön gemacht oder sonst irgendwas. Nein, also ich sage jetzt wir und uns, weil ich kann zwar nicht für alle sprechen, aber ich denke, dass einige Kollegen und Kolleginnen da schon meiner Meinung sind. Ja, wir machen ja hiermit eigentlich kostenlose Werbung und können aber jetzt dafür belangt werden in Form einer Abmahnung oder sogar einer Geldstrafe, ja, im 3- bis 4-stelligen Betrag. Und das finde ich dann schon ziemlich, ziemlich krass. Und ja, die letzten Tage habe ich mich echt, also letzten Tage und Wochen habe ich mich echt ziemlich krass drüber aufgeregt, weil ich es einfach nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie viele Leute mich schon angeschrieben haben und angefragt haben, hey Jasmin, wie heißt dieses und jenes Kartendeck, ich möchte mir das auch zulegen. Ja, also eigentlich machen die Verlage mehr Umsatz durch unser Tun, aber verlangen dies dennoch. Jetzt ist es aber so, ihr Lieben, ich bin voll die faule Sau. Ich habe an die 100 Kartendecks. Und ich möchte natürlich auch nicht immer nur die gleichen verwenden, weil ich lasse mich da ganz von meiner Intuition leiten. Und wenn ich jetzt für jede Kartengruppe, sage ich jetzt, weil manche Kartendecks sind ja vom gleichen Verlag, aber wenn ich mir da jetzt für alles eine Genehmigung einholen müsste oder sogar eine Lizenz bezahlen müsste, darauf habe ich gerade gar keinen Bock. Also das ist jetzt gerade der aktuelle Stand, meine aktuelle Meinung. Gerne könnt ihr mir eure Meinung darüber auch mitteilen. Ich habe einfach keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, mir extra irgendwelche schriftlichen Erlaubnisse einzuholen. Und deswegen bin ich echt am Überlegen, ob ich meine zukünftigen Videos nicht so gestalte, dass man quasi nur noch mich sieht und die Karten eben nicht mehr. Ja? Ist zwar total bescheuert, weil ich die Karten sehr gerne auch mal herzeige. Es muss nicht bei jeder Karte sein, aber wenn zum Beispiel eine spezielle Situation gedeutet wird und genau dieses Bild ist gerade auf der Karte zu sehen, ja, wo ich dann die Karte in die Kamera halte und sage, ey, schau mal,
die Frau guckt da gerade hier rüber oder so, ja, das ist genau deine Situation, wo du dich gerade befindest, zum Beispiel, dann ist es einfach eine schöne Projektion. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe es immer gern gemacht und ich finde es total schade, wenn das echt so kommt, dass ich meine Videos dann nur noch drehen kann oder hochladen kann in dem Format, dass ihr die Karten nicht mehr seht. Ja gut, was soll ich machen, was soll ich sagen? Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr eure Meinung dazu abgebt. Ja, das ist dieses Ding, was mich gerade beschäftigt. Also das und natürlich noch viele andere Dinge, die gerade auf dieser Welt vor sich gehen, die mich aktuell extrem triggern, muss ich sagen, extrem niederreißen. Die Energie ist speziell für mich gerade wieder, ich will nicht sagen sehr schwer, aber es fordert mich extrem, diese kollektive Energie, die Dinge, die aus mir rauskommen. Es fühlt sich so an, als würde irgendwas Gigantisches aus mir ausbrechen wollen, umbrechen wollen. Ich weiß nicht, ob diese Worte diesen Zustand überhaupt treffen, weil ich stehe gerade an einem Punkt, fühlt sich an wie kurz vor dem Reset, wo es sein könnte, dass es in eine komplett andere Richtung geht, in eine komplett neue Richtung geht. Geht einigen von euch sicherlich auch ähnlich. Und ja, ich nutze jetzt einfach mal diese Zeit, meinen Urlaub, um mit mir zu arbeiten. Ja, gewisse Prozesse kündigen sich an, die sind nicht angenehm. Ich habe auch schon die ganze Zeit diesen Druck hinter den Augen, wo ich ganz genau weiß, ein Auslöser und die Tränen fließen. Auch das darf sein. Ja, ich möchte das auch speziell mit euch teilen, damit ihr einfach vielleicht auch von mir hört, dass es vollkommen normal ist, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass wir immer irgendwie irgendwo ein Ventil brauchen. Und ich sage es auch ganz ehrlich, ich bin eher so dieser Typ, der das gerne mal wegschiebt. Nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Ich habe viele persönliche Beratungen, wo ich einfach da sein muss, parat sein muss, präsent sein muss. Aber klar sind die eigenen Prozesse auch immer irgendwo Teil des Weges. Oh, diese Grillen. Oh, diese Grillen. Ich glaube, die fange ich jetzt ein und grill sie. Nein, war nur ein Spaß. Ich esse keine Grillen. Ja. Was möchte ich euch sonst noch sagen? Also, ich hab mir ein paar Kärtchen mitgenommen, muss ich gestehen. Meine Familie hat schon gesagt so, willst du im Urlaub arbeiten? Nein, das ist ja keine Arbeit für mich, das ist Bestimmung. Ich möchte dennoch euch ein bisschen so auf die Reise mitnehmen oder gewisse Erkenntnisse mit euch teilen, sofern denn überhaupt irgendwas hochkommt, und eben so kleine Videos machen, hochladen, auch auf Instagram und Facebook ein paar Stories und Bilder posten und sowas. Also wie gesagt, ohne Zwang, ohne Druck, je nach Feeling. Okay, jetzt kommt ein Hubschrauber, glaube ich, angeflogen. Nice. Was hängt denn da im Baum? Oh, ja. Gut, meine Lieben, ich glaube, ich verabschiede mich jetzt erstmal fürs Erste, bevor der dicke Flieger hier vorbeikommt und noch mehr Krach macht. Ich sage erstmal Tschüssikowski und ich drücke euch ganz fest. Ciao, ciao.